Hallo Welt! Jetzt ein Video, das schon länger geplant ist. Aber ich erstmal, also ich jetzt spontan heute drehe. Wäre eigentlich erst eines Morgens dran gekommen. Jetzt ist es schon mitten am Tag normalerweise, drehe ich so später am Tag keine Videos mehr. Aber das hatte ich jetzt Bock drauf. Hatte ich jetzt Bock drauf. Willkommen zu der Serie. Wieder die Welt nicht braucht. Nee, ich meine, Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und da habe ich ein schönes Fundstück für euch gefunden im Netz. Fragt mich nicht woher, weil die Gruppe, die heute vorkommt, die gibt es ja überall im Netz. Das ist ja eine richtige Seuche. Nette Menschen sind das. Kennt einer von euch die Aktivistengruppe Anonymous? Falls nicht, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Im Grunde genommen, das ist eine Vereinigung ohne Anführer. Ohne richtige Struktur. Im Grunde genommen kann jeder behaupten, er sei einer davon und dann ähnliche Dinge machen wie die. Und was sind ähnliche Dinge wie die? Ja, sie kämpfen halt gegen Ungerechtigkeit innerhalb diverser Interessengruppen und Systeme. Das tun sie hauptsächlich durch Demonstrationen und Hackerangriffe. Und durch Aufklärung. Den aufklärenden Abteil von dieser Vereinigung finde ich gut. Das andere ist, ja, Kampf und so, ne? Das ist nicht immer so produktiv. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Öfters schadet man dann meistens sich mehr, weil die, wie soll ich sagen, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Ja, man schadet sich und anderen damit, weil man nicht den Kern der Dinge trifft, ne? Es ist immer so rumreiten Symptom. Ist dann fast so in der Gegenpol Politik. Geht nicht an den Kern. Aber das Aufklärung betreiben. Wie, wo Menschen ausgenutzt werden und schlecht behandelt und wo Leid entsteht auf der Welt, wo auch immer, durch Firmen, Interessen, Gruppen, Vereinigungen, Sekten, Politiker, weiß der Geier. Ja, im Grunde genommen Aufklärerverein von ein bunt zusammengewürfelter Haufen Menschen weltweit im Internet, die für Gerechtigkeit kämpfen. Punkt. Und das Wort kämpfen ist das, was ja nicht ganz so gut kommt, obwohl ich ein paar derer Angriffe da, das hat mich, das ging runter wie Öl, das fand ich so schön. Ein paar Hackerangriffe gegen gewisse Vereine, die haben es wirklich verdient. Da freut sich mein Ego. Aber ansonsten ist Kampf nicht so gut. Was eher sinnvoll ist, ist Liebe schenken und Dinge zu unterlassen. Und jetzt komme ich zum Bild, was ich heute wieder so gekonnt einblenden werde, dass man mich noch dabei sieht. Ein Bild von Anonymous. Wie kann man denn diesem System, das uns allen so viel Leid zufügt, ein bisschen schaden? Ja, ich muss dazu sagen, dass sich das System bereits ändert, wenn du dich änderst. Mit dir automatisch geht das. Das System hat sich keiner ausgedacht. Das ist mehr so eine Art Selbstläufer geworden und so entstanden. Und ja, Anonymous hat da ein paar schöne Punkte aufgelistet, zu denen ich mich jetzt äußern werde und wo ich euch auch mal nennen werde, wie viele Punkte ich in meinem Leben davon schon abgearbeitet habe, automatisch schon von meinem Sein her, wie ich die Dinge schon immer erkannt habe, dass sie sind. Ich blende jetzt mal ein, was ihr tun könnt, um dem System, das die wenigsten mögen, also unsere Gesellschaft und Kapitalismus und Politik und den ganzen Scheiß da draußen, ne, ist damit gemeint. Und im Geldsystem hauptsächlich, um denen ein bisschen der Energie zu entziehen, ne? Und Monopolherrschaften, also ein Schwachsinn, um denen die Energie zu entziehen, hat Anonymous eine wunderschöne Checkliste rausgehauen. Wer auch immer von denen das war, sind ja anonym. Ich blende es mal ein. Ich liebe dieses Bild, was ich im Internet. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich werde jetzt mit euch die einzelnen Punkte durchgehen und dann euch mal zeigen, was ich davon schon gemacht habe. Immer wenn ich etwas zu 100% davon abgehakt habe in meinem Leben, da kommt dann ein dickes, fettes Check hinten dran. Jo, keine Kredite aufnehmen. Check. Das ist der Punkt, wo ich echt sagen muss, ja, das war mir schon immer suspekt. Das war wirklich, also mit diesem Seinszustand bin ich wirklich geboren worden. Ich bin geboren und als ich gehört habe, was Kredite sind, fand ich seltsam. Du sollst Geld bekommen,
geliehen, um dir was kaufen zu können, was du dir selber gar nicht leisten kannst, um das dann irgendwann mal zurückzugeben. Dann bin ich aber sofort in einer Schuld. Und das fühlt sich für mich nicht richtig an. Das fühlt sich richtig anstrengend an. Oh Gott, ich bin dann jemandem was schuldig. Ich muss mich dann anstrengen, um denen dann das Geld nachträglich zu geben. So ein Unsinn. Wenn du deppert nicht genug Geld hast, um dir eine Sache zu kaufen, dann leihe dir auch kein Geld von anderen. Sondern warte, bis du dir leisten kannst oder verzichte auf die Sache. Hab dazu auch schon mal wunderschöne Schuldenvideo und ein Geldvideo gedreht. Vielleicht verlinke ich diese beiden Videos nochmal am Ende des Videos. Okay, check. Keine Versicherung abschließen. Check. Keine Bundesschatzbriefe kaufen. Check. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Gesamtes Geld von den Banken abheben. Nahezu check. Ich lasse immer nur maximal so viel Geld auf der Bank, wie hier die Firmen abziehen hier. Gas und Strom und so. Und mehr Geld ist da nicht drauf. Gesamtes Geld von den Banken abheben. Nahezu check. Das geht gar nicht. Bargeld ist eigentlich alles in meiner Welt. Massenmedien boykottieren. Check. Boykott der Wahlen. Check. Boykott von sportlichen Ereignissen. Check. Boykott von Fastfoodketten. Check. Mit minimalen Ausnahmen einmal im Jahr gehe ich tatsächlich dahin. 99% Check. Das wird im Fastfood. Einkauf möglichst nur bei regionalen Händlern. Noch nicht Check. Wir hatten mal ein paar kleinere Tante Emma und Bioläden und all so was. Alle pleite gemacht. Da steht ja auch möglichst. Ne? Das ist im Moment nicht so möglich bei mir. Deswegen leider noch nicht check. Möglichst Ernährung umstellen, weniger Industrieware. Ja, auch 50% check. Produkte von Monsanto und Nestlé vermeiden, auch zu 50% check. Das sind ja wirklich die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Was die alles tun, das könnt ihr euch gerne mal googeln. Es ist aber bockenschwer, vollständige Produkte von denen wegzulassen, weil das ist so ein Netz. Also, die haben so viele Firmen aufgekauft, die beiden Arschlöcher. Das sind 50 Unterfirmen. Das heißt, ihr geht in den Laden, kauft ein Produkt von einer Firma, wo weder Nestlé noch Monsanto draufsteht und trotzdem habt ihr es von Monsanto und Nestlé gekauft, bei denen so viele Firmen gehören. Also, das zu boykottieren ist richtig schwer. Es gibt da richtig so eine, ach, kann man sich ja googeln im Internet, so eine Verstrickung, so eine Vernetzung, so eine Verarmung. So eine Krakenarme. Welche Firmen alle dazugehören, das kann man sich auch zum Glück ergoogeln, aber es ist richtig schwer, das im Alltag sich wirklich. Das ist schon eine Aufgabe, sich das immer vor Augen zu halten, welche Firma dazugehört. Richtig heftig. Also auch das teilweise check. Aspartam-Produkte vermeiden, ja, ist pures Gift aus meiner Sicht und auch ein vollständiges, hundertprozentiges Check von mir. Jodsalz vermeiden, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich vollständig widerspreche. Mich hat der Jodmangel fast mal umgebracht. Also, ich habe nur noch Himalaya-Steinsalz ohne Jod gekauft. Und irgendwann konnte ich nicht mehr gerade auslaufen. Ich war so müde, dass ich 20 Stunden am Tag geschlafen habe, 2 Stunden wach war und dann wieder 20 Stunden geschlafen habe. Ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten. Ich war einfach nur noch müde. Ich habe 10 Stunden nachts geschlafen, bin aufgestanden, habe 3 Stunden was gemacht und dann am Sofa eingepennt. Und nochmal 3, 4, 5 Stunden so vor mich hingedöst. Ich war hundemüde, ich wusste nicht, woran es liegt. Ich habe Monate gebraucht, um herauszufinden, welcher Stoff mir fehlte, seitdem ich mich vegan und gesünder ernähre, und zwar dann tatsächlich Jod. Ich habe mir Jodsalz gekauft, puff, war ich wieder wach und klar und konnte wieder 20 Stunden durchackern. Also klar, ich habe auch generell was gegen Zwangsjodierung. Ne? Jeder sollte für sich selbst entscheiden, welche Stoff er zu sich nimmt und sowas. Hat einfach nicht zusätzlich mit in irgendwelches Essen reingepumpt zu sein. Aber mir hat es in dem Moment geholfen. Und das Jod im Jodsalz ist auch nicht das Gesündeste. Man sollte Jod besser anders zu sich nehmen. Da gibt es auch eine Algenart, die soll sehr viel davon haben. Ne? Das muss ich dazu sagen. Aber in dem Moment hat mich das Jodsalz wieder kräftig und aktiv gemacht, auch wenn es nicht die gesündeste Form von Jod war. Aber wenn du einen Jodmangel hattest und mal unter den Konsequenzen gelitten hast, dann wirst du dich über Jodsalz freuen. Das kann ich dir sagen. Von daher ist dieser Punkt nicht so pauschal zu sehen, nicht so generalisieren, ja. Das ist wirklich, Aber generell soll dieser Punkt darauf hinweisen, dass man Acht geben soll, was die da alles zusätzlich mit reinmischen, vor allen Dingen Aspartam und Fluorid würde ich ganz weglassen aus der Liste. Deswegen Jodsalz vermeiden, eindeutiges Differenzierungspotenzial, sage ich dazu. Da sage ich definitiv nicht check, weil ich bin froh, wieder klar denken zu können und wach zu sein, seitdem ich wieder Jodsalz übernehme. So. Tauschgeschäfte vorantreiben. Check. Ich tausche nicht viel, aber ich verschenke viel im Internet auf eBay. Ich stelle alles nur für 1 Euro rein und schreibe gleich zu verschenken drauf.
Nur ganz selten bei wirklich wertvollen Produkten, wo ich wirklich noch ein bisschen was an Kohle verdienen könnte, verlange ich überhaupt Geld dafür. Also ansonsten ja, in dem Sinne kann ich ja sagen, check. TV-Programme komplett meiden, check. An Friedensmahnwachen teilnehmen, völlig sinnbefreit. Mensch, das hat alles nur symbolischen Charakter. Das hat für niemanden einen Nutzen, physisch gesehen, mental, im Seinszustand auch nicht. Obwohl es für manche eine Bedeutung haben kann, ne? Auch für mich, aus meiner Sicht. Nee, Proteste und sowas. Und Symboliken machen keinen Sinn. Menschen über die Lügen der Massenmedien Politikdarsteller aufklären. Check. Könnte ich nochmal mein schönstes Politikvideo, wie wir unsere Illusionen lieben, unten reinklatschen. Werde ich auch nochmal am Ende verlinken. Also mit unten meine ich in der unteren Ecke, nicht im Infokasten. Das auf jeden Fall check. Lediglich alternative Medien konsumieren. Check. Also Leute, 80% von der Liste habe ich umgesetzt in meinem Leben. Und die anderen habe ich teilweise umgesetzt. Und lediglich das Jodsalz-Ding, da widerspreche ich sogar. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich dieses Bild gezeigt habe. Man darf es nicht so generalisieren. Auch wenn man ein Feindbild hat, weil irgendetwas oder irgendjemand einen geschadet hat und man das bekämpfen möchte oder boykottieren möchte. Man darf nicht dogmatisch vorgehen und auch wieder man jeden Einzelnen betrachten, jedes einzelne liebe Lebewesen. Das ist sehr verallgemeinert geschrieben, aber ich war verblüfft, dass ich über 80% von mir aus schon getan habe, noch bevor ich das jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich habe nicht, Moment mal, so muss ich es ja auf euch zeigen. Dass mein Mund, also, bevor ich das in meinem Leben gesehen habe, hatte ich davon schon 80% umgesetzt. Einfach weil es mir richtig erschien. Ich will aus reiner, purer, inniger Liebe handeln und weder mir noch anderen schaden. Und da kommt es dann zwangsläufig dazu, das da umzusetzen. Wer buddhistisch lebt, hat wahrscheinlich schon 100% davon umgesetzt. Der baut sowieso selber an. Aber ja, wer das System nicht mag, ne, richtig fies, so mit Egoantrieb, aufgrund des eigenen Angst- und Mangeldenkens und innerer Wut, kann ich ja gut nachvollziehen. Habe ich ja selber noch nicht vollständig in mir aufgelöst. Wenn ihr das System schaden wollt, das da alles ausführen. Danke. Sonst könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der netten Gruppe Anonymous haltet. Die bisherigen Bilder waren von einzelnen Künstlern, aber das hier ist direkt von denen. Ich habe auch mal ein paar richtig, richtig geile Aufklärervideos von denen gesehen. Boah. Ich wünschte, ich könnte die nochmal wiederfinden. Ein bisschen feige sind sie trotzdem, ne? Verstecken sich teilweise. Haben immer eine Maske auf und sprechen mit einer Roboterstimme. Egal. Ja. Was, ja, genau auf diesen Punkt mit den Hecken wollte ich nochmal drauf eingehen. Für die Angst vor Hackern haben, ne? Und könnte jetzt jemand kommen und sagen, hey du, stell dir mal vor, wenn sie dich hacken würden, dann wärst du auch nicht mehr so glücklich. Mal davon abgesehen, dass die nur Arschlöcher, die dir dein Schlechtestes wollen, hacken und nicht Privatleute, denen die eigentlich helfen wollen, eigentlich. Manchmal kommt es aber auch zu kausalen Schäden und unabsichtlich gegen Nutzer. Bei Hackangriffen ist das immer so eine Sache. Aber wenn mich jemand hacken wird und alle meine Daten klauen, bei Twitter veröffentlichen oder mir stehlen würden oder löschen würden einfach, wäre mir scheißegal. Ne? Das sind nur Dinge Mausen, haben keinen wirklichen tieferen Wert. Das Einzige, was wichtig ist, das sind mein Innern und meine Taten. Meine eigenen Taten im Außen. Und ich habe dazu auch mal, wenn auch qualitativ katastrophal gerobotert das Sicherheitsvideo gedreht, wo ich auch nochmal auf das Thema eingegangen bin, werde ich auch nochmal verlinken. So, jetzt müsste ich alle vier Ecken voll haben, ne? Okay. Sagt mir doch mal, was ihr von den Punkten haltet, wie viel ihr davon umgesetzt habt und was ihr von der Gruppe Anonymous haltet. Das täte mich mal. Oder ob ihr sie überhaupt schon noch nicht gekannt habt, ne? Könnt ihr mal danach googeln. Vielleicht kennt ihr diese Gruppe gar nicht. Ja, schreibt mir auch, was ihr von dieser Vereinigung, die keine offizielle Hierarchie hat, sondern wo jeder Hampelmann mitmachen kann, der deren Ideale vertritt. Auch ich könnte das theoretisch. Da müsste ich mir eine hübsche Guy Fawkes-Maske aufsetzen und die ganze Zeit mit einer Roboterstimme zu euch sprechen, damit ihr bloß nicht wisst, wer ich bin. Okay. Fragen? Auch gerne in die Kommentare.
Und vor allen Dingen eure Meinung. Finde ich so schön bei diesen Bilderdingern. Das war's dann wieder mal. Mit Bildern, die die Welt nicht braucht. Ich bedanke mich einfach fürs Zusehen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mögen alle Wesen glücklich sein. Auch die Anonymen unter euch. Namaste.